Ulrike Leitner ist Mathematikhistorikerin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in unserem Vorhaben. Sie war auch vor Beginn dieses Vorhabens hier in der Akademie, in der Alexander-von-Humboldt-Forschung, für viele Jahre tätig in der Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle. Sie hat sich intensiv mit der Bibliografie der Werke Alexander von Humboldts auseinandergesetzt, mit der Edition des Nachlasses, auch bereits der Tagebücher. Besonders hervorheben möchte ich die Edition des Buchedition, eine hervorragende Buchedition des sogenannten Mexiko-Fragments von Mexiko-Stadt nach Veracruz. Sie hat einen umfangreichen Briefwechsel von Humboldt und Friedrich Wilhelm IV. Veröffentlicht und steht heute hier, weil sie die Herausgeberin des Band 1 des amerikanischen Reisetagebuchs ist. Und davon kann sie jetzt besser berichten als ich. Vielen Dank für die freundlichen, einführenden Worte. Ich fühle mich wirklich geehrt. Während unserer Reisen auf den südamerikanischen Strömen und über Land führte ich, so Humboldt nach seiner Rückkehr in der Reiseschilderung, ein, wenn auch kurz gefasstes Reisetagebuch. Auch beschrieb ich in der Regel und meist an Ort und Stelle die Exkursionen. Meine einzige Absicht war, einige der zerstreuten Ideen festzuhalten, die sich einem Naturforscher, der fast beständig im Freien lebt, darzubieten pflegten. Eine Vielzahl von Tatsachen, die ich aus Mangel an Zeit nicht ordnen konnte, vorläufig aufzuzeichnen. Und schließlich die ersten angenehmen oder widrigen Eindrücke, welche Natur und Menschen auf mich machten, zu beschreiben. Von der Vielzahl der Tatsachen und der Vorläufigkeit der Aufzeichnungen legen die Tagebücher Zeugnis ab. Sie spiegeln das Wesen der Reise selbst wider. Umwege, scheinbar zielloses Getriebensein, fragmentarisches. Wie ist es eigentlich mit der Akustik? Ist es okay so? Durch das Moment des Unvorhersehbaren einer Forschungsreise wirken sie wie ein Flickenteppich. Wir als Herausgeber müssen die darin durchaus vorhandene Systematik erkennen. Die Tagebücher sind, wie man an vielen Beispielen sehen kann, nicht nur ein Puzzle, sondern auch ein Kunstwerk. Aber die Abkürzung ART soll hier heißen amerikanische Reisetagebücher. Humboldt hat zwar aus den Messungen bereits unterwegs viele Höhen und astronomische Orte bestimmt, aber nach seiner Rückkehr hat Jabber Oltmanns in Paris diese neu bzw. überhaupt erst berechnet und in der astronomischen Partie des 29-bändigen Reisewerks publiziert. Aber auch in anderen Teilen des Reisewerks findet man Inhalte oder sogar direkt Zitate aus den Tagebüchern wieder. Natürlich zuerst in der Reiseschilderung der Relation Historique. Hier besonders in den recht unbekannten wissenschaftlichen Abhandlungen zu Instrumentenmessungen und Experimenten, die in allen deutschen Übersetzungen leider fehlen. Allerdings gibt es zu Beginn der Reise keine widrigen Eindrücke, wie Humboldt gesagt hatte, sondern man spürt im Tagebuch eine ungeheure Begeisterung und Euphorie, verständlich wegen der jahrelangen Vorbereitung und der dauernd geänderten Reisepläne. Mit königlichen Empfehlungen an alle Vizekönige, so Humboldt an einen Freund am Vorabend der Abreise, segeln wir nun nach Havanna und Mexiko ab. Mir schwindelt der Kopf vor Freude. Ich gehe ab mit der spanischen Fregatte Pizarro. Wir landen vorher in den Kanaren und an der Küste Caracas in Südamerika. Der Mensch muss das Gute und Große wollen. Das Übrige hängt vom Schicksal ab. Hier auf diesem Bild sehen Sie den Beginn der Reise in Art 1. Von der Abreise in La Coruña am 5. Juni 1799 über den Aufenthalt in Teneriffa, dann die Seereise bis zur Landung in Cumaná, damals Vizekönigreich Neugranada, heute Venezuela, immer gemeinsam mit seinem Begleiter, dem Arzt und Botaniker Aimé Bonpland. Humboldt notierte in sein Tagebuch. Die Nacht vom 3. zum 4. ward unruhig zugebracht. Wir glaubten, die letzte Nacht auf europäischem Boden zu schlafen. Wenn der Wind sich änderte, sollten wir den 4. früh um 8 Uhr absegeln. Der Wind blies noch immer aus Westen. Und der dicke Nebel, der auf dem Meere lag. Ich dachte bei mir selbst, wie wichtig gerade der Augenblick des Absegelns sei. Mein Auge war fest auf die Küste geheftet. Und ein wenig später, schon am nächsten Tag, war keine Spur der Küste natürlich mehr sichtbar. Ein kalter, heiterer Tag. Himmel sehr blassblau und weil man keine Gegenstände gegen den Horizont hin sieht, sehr kugelförmig, nicht gedrückt wie auf festem Lande. Damit begann der Alltag mit den unzähligen Messungen,
die besonders typisch für die Überfahrt, aber dann auch für die gesamte Reise sind. Ich habe viel, so schreibt Humboldt in einem Brief, auf dem Wege gearbeitet, besonders astronomische Beobachtungen gemacht. An Bord arbeite ich wie in einem Laboratorium. Meine Instrumente behandelt man mit Sorgfalt. Für Breiten- und Längenbradbestimmungen wurden vor allen Dingen Winkelmessungen mit dem Sextanten und Zeitbestimmungen mit dem Chronometer benötigt. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, weil das ja sehr gründlich in der Literatur schon erforscht ist. Für die Berechnung der Breite wurde der Meridiandurchgang der Sonne oder von Sternen gemessen, also der Stand zum Zeitpunkt ihrer Kulmination und mit Sternkatalogen verglichen. Außerdem wurden astronomische Ereignisse wie Mondabstände, Durchgänge von Planeten oder des Mondes durch die Sonne, Jupiter-Satelliten, Sonnen- und Mondfinsternisse und so weiter gemessen und mit denselben Sternkatalogen verglichen und aus der Zeitdifferenz die Länge bestimmt. Dafür waren regelmäßig publizierte Ephemeridenwerke notwendig, wie zum Beispiel dieses hier, das Humboldt unterwegs bei sich hatte. Gleich zu Beginn der Reise beschrieb Humboldt sein Vorgehen bei einer Messung. Ich zitiere: Ich beobachtete zum ersten Mal den Mittag auf dem Meere, das heißt also den Höchststand der Sonne, und fand viel Schwierigkeit wegen der Schwankungen des Schiffs, um den Punkt des Horizonts mit dem Sextanten anzupeilen, der vertikal unter der Sonne steht. Um genau den Höchststand der Sonne zu finden, misst man also einige Zeit vor dem erwarteten Mittag und dieselbe Zeit danach. Logischerweise ist das Mittel zwischen diesen sogenannten korrespondierenden Höhen genauer bei einem größeren Zeitabstand. Aus dem Höhenwinkel zum Zeitpunkt der Kulmination folgt direkt die geografische Breite, die Länge dagegen aus dem Abstand der gemessenen Ortszeit und der mitgenommenen Zeit auf dem Chronometer. Der Bezugspunkt der Länge, die ja immer als Abstand verstanden werden muss, sollte also stets angegeben sein. Bei Humboldt war es Madrid, aber es waren in der Zeit auch andere Bezugspunkte üblich, wie Cadiz, Paris und heute haben wir eben nur noch Greenwich. Hier sehen Sie links Otton Humboldt und rechts die Erläuterung von Oliver Schwarz, Physikdidaktikprofessor in Siegen, dem ich viele Erklärungen verdanke. Am 17. Juni nahm man von fern die Kanarischen Inseln wahr und Humboldt notierte in sein Tagebuch: Den ganzen Tag war ich beschäftigt, die Kontur der Berge mit dem Fernrohr zu verfolgen und zu zeichnen. Der Pilot, der sogenannte Pilot, an Bord zuständig für die Navigation, befürchtete, die Insel Lanzarote nicht zu finden. Und in der Tat landete man auf einer anderen Insel, wo Humboldt besonders das vulkanische Gestein faszinierte. Dieses Erlebnis zeigt deutlich, wie wichtig präzise Karten und gute Messungen von Länge und Breite waren. Humboldt beschäftigte sich auch mit der Frage, aus welcher Entfernung man den Pico de Teide sehen konnte, vom Meer aus, was man auf der unteren Skizze sieht. Ein Streit, wie er schreibt, der in der Nähe der Kanarien alles Schiffvolk beschäftigt. Er skizzierte ein Dreieck für die trigonometrische Berechnung und spekulierte, ob, wie die Erfahrung zeigte, der Wassergehalt der Luft die Sichtbarkeit bzw. den Einfluss der Refraktion auf die Messung erhöhe. Die Weitsichtigkeit auf dem Meere, schreibt er ins Tagebuch, ist ein sehr seltsames Phänomen. Humboldts Beschreibung des Teide, seine erste wissenschaftliche Exkursion, war ein Schlüsselerlebnis. Im Tagebuch nannte er diese 6 Tage die genussreichsten Tage meines Lebens, helle Punkte. Und an seinen Bruder schrieb er: Unendlich glücklich bin ich auf afrikanischem Boden angelangt und hier von Kokospalmen umgeben. Gestern Nacht kam ich vom Peak zurück. Welch ein Anblick, welch ein Genuss. Wir waren bis tief im Krater, vielleicht weiter als irgendein Naturforscher. Fast mit Tränen reise ich ab. Ich möchte mich hier ansiedeln und bin doch kaum vom europäischen Boden weg. Auf der Weiterfahrt notierte er alle interessanten Naturphänomene. Erstmals wurde am 27. Juni der nach Süden fallende Schatten bemerkt und etwas später das Kreuz des Südens gesichtet. Endlich am 13. Juli erblickten sie Land. Allerdings befürchtete man in den für Schiffe gefährlichen Kanal zwischen der Insel Trinidad und dem Festland mit der durch die Orinoco-Mündung gefährlichen Strömung zu geraten. Humboldt wurde geweckt, er solle schnell die Breite bestimmen. Der Pilot bestimmte üblicherweise nämlich die Lage des Schiffes durch eine einfache Methode der sogenannten Koppelnavigation.
Mit dem Log wurde die Fahrgeschwindigkeit gemessen, daraus und der Zeit, der zurückgelegten Zeit, die zurückgelegte Entfernung berechnet, die täglich in eine Seekarte, das sogenannte Logbuch, eingetragen wurde. Humboldt hatte bereits während der Überfahrt diese Methode ständig mit seiner eigenen verglichen und fand seine mit dem Chronometer doch wesentlich genauer. Die großen Unterschiede zwischen Humboldts Messung der astronomischen Breite mit dem Chronometer und der des Piloten mit dem Log erklärte er durch die Wirkung der Ströme. In der Astronomie schrieb Oltmann später, der 13. Juli entschied zum Vorteil der Längenuhr. Auf dieser unscharfen Bleistiftskizze zeichnete Humboldt die Umrisse der Insel Trinidad. Hier sehen Sie so ganz schwach, die ist so ein bisschen viereckig mit und die Bezeichnung der Landspitzen, die so typisch sind für diese Insel, für die Form der Insel. Und ergänzte historische Notizen zur Entdeckung durch Kolumbus. Wegen der oft falsch überlieferten Bezeichnung dieser Kaps war es unsicher, welche Orte Kolumbus bei seiner Ankunft in Amerika zuerst gesichtet hatte. In Humboldts Examen Kritik schrieb er später eine ausführliche Anmerkung zur Geschichte der Entdeckung durch Kolumbus, auf die ich jetzt leider verzichten muss. Aus Zeitgründen. Aus den Notizen in den Tagebüchern lässt sich außerdem rekapitulieren, welche Karten Humboldt auf seiner Reise benutzte. Manche hatte er sich vor der Reise besorgt, manche erst unterwegs und manche gab es nur in Manuskriptform und sie wurden immer wieder kopiert. So offenbar diese erst 1802, also nach Humboldts Aufenthalt, gedruckte Karte von Fidalgo und Churruca, die mit einer spanischen Expedition zur Kartografierung der Küsten in der Region waren. Fidalgo hielt sich selbst lange, aber vor Humboldt, in Cumaná auf und hatte dort Materialien hinterlassen, die Humboldt nutzen konnte, der auch nur lobende Worte über Fidalgos Messung und Karte fand. Aber in Cartagena traf Humboldt ihn später im April 1801 wieder und konnte so mit ihm seine Ergebnisse durchsprechen und vergleichen und auch noch weitere Materialien erhalten. Das zeigt, wie Humboldt an Informationen gelangte. Er maß nicht nur selbst, sondern versuchte unterwegs auch an vorhandene Messdaten zu gelangen. Die einzige Karte, die wir von Humboldt selbst aus dieser Phase seiner Amerikareise kennen, ist übrigens diese Skizze, auf der man die Küstenlinie vom Golf Triste bis nach Cumaná, die Halbinsel Araya, die Insel Margarita und die vorgelagerten kleinen Inseln Coche und Cuagua sieht. Cumaná, wo das Schiff dann endlich am 16. Juli landete, wurde für Humboldt in vieler Hinsicht ein bedeutender Ort. Dreimal verbrachte er längere Zeit dort, insgesamt etwa 6 Monate. Dieser lange Aufenthalt war jedoch eigentlich so nicht geplant, sondern es sollte ursprünglich weiter nach Kuba gehen. Aber letztendlich verschaffte gerade dieser ungeplante Aufschub Humboldt besondere wissenschaftliche Chancen. Er sagt, dieser Geldmangel und diese Ungewissheit, also seine Geldwechsel waren inzwischen in Kuba gelandet, weil er da ursprünglich hin wollte und in Cumaná hatte er einfach zu wenig Geld und inzwischen auch schon Schulden gemacht. Dieser Geldmangel und diese Ungewissheit hielt mich nun bis zum 18. November in Cumaná zurück. Sie zwang mich, die Sonnenfinsternis zu beobachten. Sie verschaffte mir Gelegenheit, Augenzeuge eines heftigen Erdbebens zu sein. So wundersam sind Ursache und Wirkung in einem Menschenleben verwebt. In Cumaná lebten wir sehr, sehr fleißig und häuslich. Und Humboldt beschreibt die Stadt und die Region als sehr angenehm. Ein freundliches Städtchen, offen und frei. Vom Meere aus stellt es sich sehr malerisch dar. Im Hintergrund erhebt sich eine hohe Gebirgskette. Gegen diesen dunkelblauen Hintergrund sticht sehr grell der Cerro de San Antonio mit dem Kastell auf dem weißen Kalkhügel ab. Von der Stadt bis zum Meere eine weite Ebene, die zur Linken längs dem Flusse mit einem dichten Palmbusch von Kokos bedeckt ist. Auch zwischen den Häusern des Städtchens sieht man hohe, schlanke Kokospalmen und niedrigere Dattelpalmen hervorragen. Diese Palmen schmücken die Küste ungemein und wenige Küsten sind so einladend und reizend. Hier in Cumaná sind vermutlich auch die meisten von Humboldts Eintragungen im zweiten Teil von Art 1 entstanden, denn nun hatte Humboldt Zeit, sich intensiv mit Experimenten und Beobachtungen zu beschäftigen. Davon werde ich jetzt einige Beispiele bringen. Das als herausragendes astronomisches Ereignis erlebte Humboldt die Sonnenfinsternis am 28. Oktober.
Sie war in den Ephemeriden angekündigt worden, wie Sie hier lesen können, die Humbert sich vor der Reise in Marseille gekauft hatte, sodass er sich gut darauf vorbereiten konnte. Und in seinen Tagebüchern sieht man das Protokoll seiner Messungen. Die dazugehörigen Skizzen zeigen den Stand der teilweise verdeckten Sonne im Fadenkreuz des Quadranten und die dazugehörige Chronometerzeit. Die lange Beobachtung der Sonnenfinsternis, 10,5 Stunden, erzeugte Augenentzündungen und einen Sonnenbrand. Allerdings hat Humboldt das ignoriert, da er die Sonnenfinsternis für ihn etwas ganz Besonderes hatte. Erstens, so vermutete er nämlich, würde seine Beobachtung die einzige in Lateinamerika sein. Zweitens bot sie einen Vergleich zu einer früheren Erfahrung. Er hatte nämlich bereits 1797 in Dresden eine Sonnenfinsternis beobachtet. Unzählige Notizen betreffen die Messung der Länge und Breite von Cumaná. Die astronomische Bestimmung von Cumaná war nicht nur deshalb so wichtig, weil Cumaná geografisch bedeutend für Schifffahrt allgemein und insbesondere für den Sklavenhandel war, sondern auch, vor allen Dingen für Humboldt, weil dieser Ort zum Ausgangspunkt seiner weiteren Messungen wurde. Dafür nutzte man vorausberechnete und in den Ephemeriden publizierte Himmelsereignisse, wie zum Beispiel die Jupiter-Trabantenmessung, die ich Ihnen hier zeige, in Humboldts Tagebuch, bei denen die Zeitpunkte der Eintritte der Jupitermonde in seinen Schatten gemessen wurden. Für Humboldt war die präzise Berechnung von Cumaná besonders wichtig, weil sich die Längenbestimmung während der beiden Inlandsexkursionen, also die ins Kloster Caripe und die Orinoco-Fahrt, darauf stützten. Die folgenden Orte der Exkursion konnten dann lediglich mittels Chronometerabständen bestimmt werden. Man kann sich vorstellen, wie ein Ausgangsfehler, eine unscharfe Messung der astronomischen Ortsbestimmung von Cumaná in den späteren Ortsbestimmungen sich immer weiter fortgepflanzt hätte. Rechts sehen Sie die Ergebnisse seiner chronometrischen Messung der ersten Exkursion nach Caripe im September 1799 und links der zweiten der Orinoco-Fahrt. Beide Exkursionen sind übrigens nicht in Art 1, sondern in einem anderen Band, der später herausgegeben wird. Die Refraktion, also die bogenförmige Abweichung des Lichtstrahls durch Strahlenbrechung, bewirkt eine Veränderung der Wahrnehmung und damit logischerweise auch eine Beeinflussung der Messung und war deshalb ein weiteres wichtiges Thema im Tagebuch. In Cumaná hat er auf der Terrasse seines Gastgebers, Pascal Martinez, perfekte Bedingungen für Winkelmessungen. Durch Refraktion erscheinen entfernte Gegenstände höher, manche Inseln wurden sogar verzerrt wahrgenommen oder scheinen sogar zu schweben, wie man auf den Skizzen sieht. In den Llanos de Calabozo hatte man sogar schwebende Kühe sehen können. Interessant ist, dass Humboldt sehr oft seine Naturbeobachtungen mit denen vor der Reise gemachten verglich, so wie hier im oberen Beispiel eine Beobachtung in der ungarischen Ebene mit der jetzt über dem Meer, Inseln über dem Meer. Weitere Notizen zu dieser Thematik hier unten in dem unteren Teil betreffen die Beobachtung, dass ein herannahendes Tief, also Luftdruckabfall, die Wahrnehmung ebenfalls beeinflussen würde. Das Meer erscheint sich in zwei farblich verschiedene Zonen über bzw. unter der Linie AB zu teilen und farblich zu verändern. Vermutlich auch deshalb und nicht nur für die Untersuchung des tropischen Klimas gibt es in Art 1 ungeheuer viele Messungen zur Luftfeuchtigkeit. Hier oben in der Tabelle sehen Sie eine derartige Messreihe, sowie unten Experimente zur Verdunstung, die Humboldt in Cumaná im Herbst 1800 unter Berücksichtigung von Wärme- und Lichteinwirkung, Tageszeit, Luftfeuchtigkeit und Wind unternahm. Die Versuche wurden mit unterschiedlichen Gefäßmaterialien, Formen und Durchmessern, Porzellan, Glas, Kugel und zylinderförmig, mehrfach durchgeführt. Man sieht hier eine Skizze einer solchen Schale, mit der er die Wasserverdunstung gemessen hat. In Cumaná hat Humboldt die Beschreibung der Konstruktion einer Sonnenuhr nach der Vorschrift von Lalande ins Tagebuch notiert und wie man die natürlich ortsabhängigen Linien berechnete. Er hat hier über mehrere Stunden die Meridianwinkel der Sonne gemessen und in zwei Tabellen eingetragen, die erste für die horizontale Sonnenuhr, die zweite für die vertikale. Die zu zeichnenden Linien in der Sonnenuhr folgen dann mithilfe der sphärischen Trigonometrie, die Sie hier mit Leichtigkeit
aus der Knoblauchschen Erläuterung verstehen können. Art 1 enthält neben vielen kleineren Pflanzen geografischen Notizen etwa 70 umfangreiche Beschreibungen von Pflanzen in Cumaná. Mit Querverweisen auf Bonpland, der ein separates, wie wir schon gehört haben, Journal führte. An dieser Stelle möchte ich auf den einleitenden Artikel von Carmen Götz, durch die die Edition von Art 1 seit circa einem halben Jahr umfangreiche Unterstützung erfahren hat, wofür ihr hier mein ganz besonderer Dank gilt, hinweisen, indem sie die Humboldtschen Beschreibung analysiert, seine Verwendung des Werks bzw. der Taxonomie nach Linné beschreibt, sowie Humboldts Beschreibungen hier mit denen in Bonplans Journal Botanique vergleicht, was eine völlig neue wissenschaftshistorische Forschung eröffnet. Interessant ist auch eine Auflistung von einigen durch die indigene Bevölkerung genutzten Medizinpflanzen mit ihrem Verwendungszweck auf der linken Seite. Ich komme zum Schluss. Es gab ja bereits 2000 eine wertvolle Auswahledition der reiseschildernden Teile von Margaret Fark. Außerdem gerade in den letzten Jahren eine Fülle von Neuerscheinungen. Erfahren wir nun trotzdem etwas Neues über Humboldt? Ich denke schon. Erstens werden die Tagebücher das erste Mal vollständig und in der Ordnung, in die sie Humboldt gegen Ende seines Lebens neu binden ließ, herausgegeben, was viel über die für ihn typische Wissensorganisation aussagt. Die Vielzahl der bisher unpublizierten gesammelten Daten sowie die Verwendung der seinerzeit modernsten Instrumente und mathematischer Methoden lassen nicht nur den unermüdlichen Forscher Humboldt sichtbar werden, sondern sind auch heute, zum Beispiel für die Biodiversitäts- und Klimaforschung, von hohem Wert. Außerdem, und das war mir persönlich besonders sympathisch, schimmert neben dem ewig messenden, rechnenden und theoretisierenden Forscher auch der Mensch durch. Wir lesen zum Beispiel, dass Humboldt in Cumaná nach Tisch gewöhnlich in der Hängematte Tacitus Annalen las. Wir können auch die Gefühlsspanne, von der Aufgeregtheit, das erste Mal außereuropäischen Boden zu betreten, über seine Ängste wegen der Gefahren durch Krieg und Piraterie auf dem Meer bis zu melancholischen Momenten wegen der jahrelangen Trennung von Freunden und Familie erahnen, wie dieses letzte Beispiel zeigt. Die Zeilen da oben, die Transkription, verdanken wir Ulrich Pesler. Ich lese vor und Sie können auch gerne mitlesen. Traurigkeit auf dem Meere. Drei lange Tage und längere Nächte habe ich in Stimmung von Wehmut zugebracht. Furcht vor feindlichen Segeln trieb uns gegen Süden, jenseits der Sonnenwende. Fliegende Fische gaukelten um das schnell segelnde Schiff. Außerdem künden die Tagebücher von einer kollegialen Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung Humboldts durch ein Netzwerk von hilfreichen Personen, vergleichbar dem, was wir täglich bei unserer heutigen, manchmal mühsamen Editionsarbeit erfahren und wovon ich Ihnen in den Folien ja einige Beispiele zeigen konnte. Herzlichen Dank.